Manuela Auer, Ihr erster Kommentar zum Wahlergebnis. Die 3 vorne hat es leider nicht gespielt. Nein, wir haben leider knapp den Dreier nicht erreicht. Das ist enttäuschend, das tut uns auch sehr leid. Aber wir haben, glaube ich, mit 29,2% doch ein tolles Ergebnis für Vorarlberg. Der Zugewinn das letzte Mal war außergewöhnlich hoch, weil es eine andere politische Situation gab und weil es einen anderen Präsidenten gab. Ich denke, wir können trotzdem zufrieden sein mit diesem Wahlergebnis. Worauf führen Sie jetzt den Stimmenverlust zurück? Na, wie schon gesagt, ich glaube, dass bei der letzten Wahl 2 Faktoren dazu geführt haben, dass wir so massiv gewonnen haben. Das eine war die schwarz-blaue Bundesregierung, die viele arbeitnehmerfeindliche Maßnahmen beschlossen hat. Und das andere war auch eine Abwahl des Präsidenten Josef Fink. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten, einen jungen, unverbrauchten. Und der ÖRB hat viel mehr mobilisiert. Das haben wir gemerkt und das führt sicher zum Wahlergebnis. Wie wird es bei Ihnen jetzt, bei Ihrer Fraktion weitergehen nach diesem Wahlergebnis? Also wir schauen uns natürlich jetzt die Ergebnisse zuerst im Detail an, beraten auch und werden auch schauen, was wir verbessern können. Aber Tatsache ist, dass wir glauben, dass wir inhaltlich gut gearbeitet haben und auch weiter inhaltlich uns sehr, sehr für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen werden.